Thilo Sarrazin, der ist auch zurück. Ja, und der rechnet mit der Energiepolitik der Regierung ab. Und zwar, wie wir ihn kennen, knallhart. Ja, das ist halt der Mann, der vor 12 Jahren hier mit diesem Buch das Land aufgewühlt und aufgemischt hat. Deutschland schafft sich ab. Seine Kritik damals an der Zuwanderungspolitik, an der ganzen Islampolitik. Und jetzt knöpft sich Sarrazin die große Gaskrise vor. Und eine Politik, die, wie er sagt, eins verloren hat, nämlich den gesunden Menschenverstand. Ja, und das ist ja auch der nächste Kostenschock für Millionen Deutsche, das Gas. Das jetzt wollen wir uns einmal angucken, die große Abrechnung von Sarrazin. Ne? Machen wir. Er ist Deutschlands umstrittenster Autor. Jahrzehntelang Politiker, bis die SPD ihn rauswarf. Thilo Sarrazin. Nun rechnet er knallhart ab mit der Regierung wegen der Gaskrise. Und hier hat wohl die deutsche Politik insgesamt versagt, nämlich alle die, die unkritisch eben gesagt haben, naja, wenn das Gas aus Russland kommt, ist doch okay und die Leitung ist doch da und die werden schon nicht auf unser Geld verzichten, die haben sich alle geirrt. Wir haben 80 Millionen Deutsche, ich würde mal sagen 10 Millionen. Für 10 Millionen, 10 Millionen ist es existenziell. Also 7 Millionen. 10 Millionen Menschen in Existenznot, die dramatische Warnung von Sarrazin. Sein Vorwurf, die Politik hat den Verstand verloren. Falsche Energiepolitik der Ideologie wegen. Der Kernkraft muss weg, unabhängig von den Kosten. Das ist ja das Ausgangskredo der Grünen. Und jetzt in dieser Lage ist es ihnen auch wichtiger, was die Kernkraftabschaffung angeht, Recht zu behalten, als die Probleme für die Menschen und am Energiemarkt zu lösen, was am Ende der Wirtschaft schadet, was den Menschen schadet und was uns natürlich weltweit der Lächerlichkeit hat. Regieren ohne gesunden Menschenverstand. Sarrazin wirft Scholz und Habeck vor, in der aktuellen Gaskrise nicht alles zu tun, um den Wohlstand der Deutschen zu sichern. Irgendwann fühlt sich ja der Bürger veräppelt, sagt, wenn die so viel Geld für Dinge haben, die jetzt eigentlich gar nicht nötig sind, könnten sie eigentlich auch mal was für mich haben. Und das sorgt dann für einen Unmut, den man dann auch wieder rational beherrschen muss. Und dann wird das vierte, fünfte, sechste Instrument kommen. Und das ist jetzt natürlich ein absoluter Irrweg. Das Ergebnis dieses Politikversagens? Millionen Deutsche in Existenznot. Schafft sich Deutschland in der Gaskrise ab? Sarrazin selbst sorgt für den Blackout vor, wie er bei Bild verrät. Wir haben auch so einen Campinggaskocher noch aus alten Campingzeiten im Keller mit diesen blauen Patronen. Den haben wir jetzt schon mal überprüft, ob er noch funktioniert und er tut es. Sarrazin, ein streitbarer Politiker, der für den Notfall den Campingkocher bereithält, weil es der Regierung an einem fehlt, wie er sagt, an gesundem Menschenverstand. Ja, und während Sarrazin mit der Regierung und ihrer Energiepolitik ordentlich abrechnet, kommt schon der nächste Kostenschock für uns alle. Auf die Gasumlage kommt nämlich noch was obendrauf. Eine sogenannte Bilanzierungsumlage und eine Gasspeicherumlage. Ja, und dann kommt man inklusive Mehrwertsteuer pro Kilowattstunde Gas mittlerweile auf 3,26 Cent. Die das jetzt teurer wird. Das ist heftig. Noch einmal umgerechnet für eine vierköpfige Familie in einem Einfamilienhaus weit über 650 Euro, die alleine durch die vielen Umlagen jetzt das Gas teurer wird. Ja, und ganz viele Menschen sagen natürlich, wir können nicht mehr. Und jetzt können wir erst recht nicht mehr. Und ganz oft fühlen sich auch die Rentnerinnen und Rentner völlig vergessen. Wie Frank Jakewitz. Unsere Bildreporterin Marie-Sophie Horstmann hat ihn besucht. Ich bin heute bei Frank Jakewitz in Hagesheim und auch er merkt den Teuerschock und das vor allem beim Heizen. Frank Jakewitz aus Hagesheim. Im Monat hat der Rentner rund 1.300 Euro zur Verfügung und davon bezahlt er seine Miete, sein Auto, Versicherungen und Lebensmittel. Vor allem seine Gasheizung sprengt jetzt die monatlichen Kosten. Hallo Herr Jakewitz, schön, dass ich heute hier sein kann. Freut mich auch. Kommen Sie rein. Es ist jetzt bitter zu sehen, wenn das Ersparte aufgefressen wird von der Teuerung, von Energiekosten, die eigentlich eine Nebensache sein sollten. Und als ich das gesehen habe, dachte ich, hier läuft irgendwas schief in diesem Staat. Der Gaspreisanstieg wurde vom Versorger bereits an die Mieter gemeldet. Man ist erstmal sprachlos. Nach den neuesten Zahlen wird der Betrag sich auf etwa 200 Euro in Zukunft belaufen pro Monat. Heißt 160 Euro mehr Kosten.
Eine Summe, die er bei seiner Rente deutlich spürt. Und dazu kommt noch die neu beschlossene Gasumlage. Ja, das sind im Jahr auch noch mal ca. 170, 180 Euro, die noch zusätzlich draufkommen. Dazu kommt noch, dass Rentner die sogenannte Energiepauschale, die im September ausgezahlt wird, nicht bekommen. Also genau hier werden Rentner einfach vergessen. Das macht mich sehr wütend, muss ich sagen. Das kann ich hier vor der Kamera gar nicht so ausdrücken. Man hat ja gewisse Vorstellungen, wie man seinen Ruhestand verbringen wird. Und am wenigsten denkt man daran, dass man sich Gedanken machen muss, wie man seine Wohnung heizt und wie man seinen Strom bezahlen kann. Das ist etwas, was für mich total unverständlich ist, wie ein Land wie Deutschland auf diesem Standard es fertigbringt, große Teile seiner Bevölkerung jetzt vor ein Armutsproblem zu stürzen. Dann verkündete Bundeskanzler Olaf Scholz endlich eine Entlastung. Mehrwertsteuer auf Gasverbrauch zeitlich befristet auf 7% abzusenken. Einen Witz nennt das Frank Jakowitz. Denn in seinem Fall bedeutet das bei der Gasumlage 145 Euro. Mit 19% Mehrwertsteuern sind das 173 Euro. Mit den gesenkten 7% Mehrwertsteuern 155. Also gerade mal eine Ersparnis von 18 Euro. Wenn man hätte wollen entlasten, dann hätte sollen diese Gasumlage, hätte sollen der Staat tragen, auch wenn er sich dafür verschulden muss. Da muss ich nicht dem Verbraucher noch diese zusätzlichen Kosten aufbürden. Frank Jakowitz ist enttäuscht von den Politikern. Gemeinsam gehen wir in den Keller und schauen uns die Gasheizung einmal genauer an. Und das kostet sie sozusagen diesen Winter richtig Geld. Das wird bei jeder Zahl, die hier dazukommt, richtig reinhauen. Ja, ich habe jetzt, was den Stromverbrauch angeht, schon einige Maßnahmen getroffen, um dort den Verbrauch zu senken. Bei mir hauptsächlich mein PC, der relativ leistungsstark ist. Und den habe ich jetzt ersetzt für den normalen täglichen Gebrauch. Dann habe ich mir einen Brotbackautomat geholt, nutze viel die Mikrowelle statt dem Backofen. Also mehr sparen als Sie kann man fast gar nicht. Ja, würde ich fast schon mal sagen. Natürlich das Licht ausmachen, eine Kerze anzünden, aber das, so weit sind wir jetzt doch noch nicht. Bei Frank Jakowitz wird es wie bei den meisten Deutschen ein richtig teurer Winter. Er sagt, die Rentner werden von der Politik einfach vergessen. Und wenn Sie auch sagen, mir geht's ganz genauso. Ich kann auch nicht mehr. Alles viel zu teuer. Wir hören Ihnen zu und wir wollen Ihnen eine Stimme geben hier bei Bild Live. Melden Sie sich einfach bei uns und vor allem bei unserem Sparfox. Schreiben Sie an sparfox@bild.de. Hier unten sehen Sie nochmal die Adresse. Also Frank liest wirklich alles, was da eingeht in seinem Postfach. Wir wollen Ihnen hier bei Bild Live eine Stimme geben.